Giro Suisse, 13-tägige Handbike-Tour quer durch die Schweiz von Kriens nach Notwil. Etappe 4 von Haag nach Chur. Und wir haben dort am 28. August um 9:30 Uhr gewartet. Und der erste, das war der, der auf Platz war. Woher bist du jetzt schon gefahren? Ja, von Mels. Mit dem Velo? Ja, von Schöflach. Mein Gott, no. Aber das ist streng, oder nicht? Nein, ja, Schöflach, ja, ein bisschen Föhnunterstützung am Rücken. Ja. Ist schön gewesen. Ist es auch noch ein bisschen gefährlich, hast du um die Auto rum und so? Oder? Bist du im Rheindamm ab? Auf dem Rheindamm, ja, ist viel sicher. Wir hocken zu tief, wir müssen schon ein bisschen aufpassen auf die Hauptstrasse. Eben, gell? Da haben wir das Fanny da, zum zeigen. Ja. Aber du fährst noch viel, nehme ich mir an. Ja, nicht so viel, nicht mehr so viel. Aha. Vorher schon, aber... Hast du eigentlich keine Unterstützung, nichts, gell? Alles, ja, nur Manpower. Armstrong, ja, Manpower. Fährst du den ganzen Giro? Oder alle, auf die Etappe? Alle 13 Etappen, aber ich nicht. Ich mache nur diese. Die Etappe? Die Etappe bis auf Chur. Ja. Und wenn es gut regnen kommt? Ja, das ist das auf dem Menü, ja. Aber? Geht dann weiter? Ja, ich muss. Bei jeder Witterung findet es statt. So. Wir werden nass. Sportsgeist und Einsatz durch und durch. Und dann warten dort Tag, bis die anderen können. Und dann sind sie dann langsam eintrudelt. Ja, all die verschiedenen Rollstuhlfahrerinnen und Fahrer. Natürlich braucht es wahnsinnig viel Logistik, Transport, dann Allrounder, Mechaniker, jemand, der für die Koordination verantwortlich ist, jemand, der begleitet, dann natürlich auch Ärzte und so weiter. Und natürlich muss es auch dokumentiert werden. Also Multimedia-Mensch ist natürlich auch dabei gewesen. Ja, es hat langsam Fahrt aufgenommen, die Veranstaltung. Die vierte Etappe vom Giro Suisse, wo hier im Haag eben am 11. gestartet wurde, ist 57 km bis auf Chur. Gesamtverantwortlich der Thomas Hurni. 13 Etappen darum, weil ja am 25. August 2020 wäre die Paralympics auch eröffnet worden. Und wir haben eigentlich die Idee gehabt, dass wir während der Paralympics unterwegs sind, wie alle die Sportler in Tokio, haben wir für einen Breitensport auch so einen Anlass organisiert. Gleichzeitig haben wir das 40-jährige Jubiläum von der SPV, von der Paraplegikervereinigung in Notwil. Und wir haben mit diesen Tourenwellen jeden Club, und die sind ja Teil der Vereinigung, zusammenbringen, um miteinander können das Jubiläum feiern. Das ist die Idee von dem Giro. Also 13 Mal Etappen, rund über 60 km pro Etappe, gell? Also eine rechte Distanz, das braucht noch etwas, nicht? Das braucht schon noch etwas. Wir haben allen Teilnehmern, die wir die angeschrieben haben, gesagt, hey, trainiert auf das, das ist nicht einfach so zu machen, oder? Wir haben gestern eine recht anstrengende Etappe gehabt mit 60 km und 700 Meter Höhendifferenz. Haben wir heute ein bisschen weniger, wir haben aber auch 60 km und rund 400 Meter Höhendifferenz. Aber wir freuen uns auch wieder heute, wir haben schönes Wetter. Und das freut uns natürlich, hier nachher auch richtig Chur unterwegs sind. Aber er geht weiter, auch wenn es regnen kommt. He? Wir haben die Wettervorhersage im Tessin vom Samstag. Die sieht alles andere als vorteilhaft aus. Wir sind dran, an einem Alternativprogramm auszudenken, beziehungsweise wir haben das parat. Wir müssen sehr kürzen, weil einfach wirklich starke Regen und Gewitter angesagt sind. Und wir wollen hier nicht unnötige Risiken eingehen für unsere Teilnehmenden. Und darum werden wir aber sicher ins Tessin fahren. Wir werden dort, was möglich ist, fahren. Und sicher auch mit den Clubs entsprechend im Tessin mit diesen beiden. Das Fest auch feiern natürlich. Darum sind wir unterwegs. Jetzt, wenn man durch normale Velo fahren ist, hat man Beine zur Verfügung. Da hat man dementsprechend Muskeln. Wir selber auch schon mal mit so einem Bike gefahren. Da braucht hure Power in den Armen. Das ist unglaublich. Also ich bewundere alle unsere Teilnehmer, wie die hier unterwegs sind. Wir haben Leute dabei, die wirklich alles von Hand antreiben und den Akku in den Armen haben. Es gibt andere, die haben ein E-Bike, die Unterstützung haben. Dort ist es vielleicht ein bisschen einfacher, aber auch diese Leistung ist nicht zu unterschätzen. Es ist immer noch einfach wirklich, man muss mit denen her. Und wer weiß, was das heisst, wie du das schon gehört hast oder erlebt hast, nur mit den Armen so ein Gerät anzutreiben, das ist wirklich nicht ohne. Weil die Beinmuskulatur ist bedeutend grösser, ist anders ausgebildet. Und die Arme sind einfach, ja, die haben weniger Muskelmasse und auch solches auch weniger Leistung nachher. Aber Hut ab vor allen Teilen. Und auch nicht ungefährlich, gell, im Verkehr drin, es drückt noch. Ja, wir müssen wirklich, und darum haben wir auch die Tourguide, darum haben wir zum Teil auch unser Servicepersonal, das uns bei gewissen heiklen Stellen unterstützt, in dem Sinne, dass sie uns schnell die Strasse frei halten oder schnell schauen, dass der Verkehr gut an uns vorbeikommt. Weil wir sind eben, die Liegewellen, die man so sieht, die sind halt so extrem flach, dass man die zum Teil halt als Autofahrer nicht im Bösen, aber einfach nicht sieht. Wir haben zwar Positionsfahnen, wir haben Helm-Sicherheitsvorkehrungen, aber es ist definitiv nicht ohne. Ja.
Also in dem Fall wirklich Haut ab von all diesen quasi händigen Bierten. Ich habe manchmal das Gefühl, also, ja, Handicap ist falsch geworden, wenn man so etwas sieht. Nein, es ist einfach eine Einschränkung. Und wir versuchen mit diesen verschiedenen Geräten die Einschränkungen zu überwinden. Und was wir noch als Staff dazu beitragen können, dass es sicher ist, dass niemand einen Unfall hat, das machen wir. Und das ist das Größte, was ich bis jetzt für mich auch sehr positiv als Okerchef erlebbar ist, dass wir haben keinen Unfall gehabt, wir haben planmässig können vorwärts gehen. Alle Leute, die ich mit ihnen schon geredet habe, sind sehr zufrieden mit dem. Und das ist für mich und für mein OKA, für meine OKA-Kolleginnen und Kollegen wirklich das Größte. Verantwortlich für die Organisation der vierten Etappe von Haag nach Chur, der Rollstuhlclub Chur. Froni, Fahrerpräsidentin. Ist sie nervös? Also nervös würde ich nicht sagen, aber ich würde lügen, wenn ich sage, ich sei nicht kribbelig. Du bist selber im Rollstuhl, gell? Du bist natürlich dementsprechend möchtest schon mitfahren. Kannst du es nicht? Das beißt sich noch ein bisschen, gell? Ja, schon ein bisschen, ja. Ich muss ehrlich sein, ja. Ist eine riesige Leistung, gell? So eine Strecke zu bewältigen, weißt du, mit den Händen so. Ja, es ist schon nicht ohne, weil es ist alles Handarbeit und es sind gleich 57 Kilometer auf Chur. Und ein Haufen, was sich natürlich hinter den Kulissen abspielt und jetzt hier vor Ort beim Start, Feintuning, alles noch besprechen, vorbereiten. Es ist wirklich eine grosse organisatorische Leistung, es muss auch dokumentiert werden. Und natürlich, es braucht auch einen Pannendienst für alle Fälle. Würde ich genau so bezeichnen, ja. Super! Das ist unglaublich, eine Scheibenbremse und so, Feintuning, was machst du so genau? Die Bremsscheibe hat einen Schlag verwutscht. Oi. Sie streift permanent. Und jetzt setzen wir sie einfach gerade, ersetzen, dass er wieder eine sichere und ruhige Fahrt hat. Aha. Endsport für einen Etappenstart, Etappe Nummer 4, Haag Chur. Vorbereitung beim Staff, aber natürlich auch bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Nein, ich weiss es eben nicht. Es geht eben nicht so. Aber auf jeden Fall komplizierte Technik, gell? Ja, die Akkus ja. Du hast da ein spezielles System, ein Zugpferdli, gell? Richtig, genau, es ist eigentlich ein E-Bike. Ach so? Ja. Aber du musst also draussen trainieren, es ist trotzdem eine grosse Anstrengung, nehme ich an, gell? Also, ja, trainieren ist jetzt ein bisschen übertrieben, ich gehe regelmässig immer fahren, aber es ist schon so, also mit dem Motor komme ich eigentlich recht gut darauf. Na, weißt du, du siehst so sportlich aus, du machst noch einiges, habe ich das Gefühl. Ich war früher Leistungssportlerin und ich bin immer ein bisschen in Bewegung. Ah, so, ja. Aber ja. Wirklich fest trainieren tue ich nicht mehr. Ah, so, aber du siehst auch etwas sportlich aus, das muss man klar sagen. Ist doch schon mal gut, wenn man sportlich aussieht. Ist für dich jetzt auch eine andere Erfahrung natürlich, gell? Jetzt mit dem Zugpferd hier vorne dran. Ja, das ist, gibt mir extrem viel Freiheit, weil ich komme... vorher, als ich ohne Motor gefahren bin, bin ich natürlich nur an ebenen Orten durchgekommen, oder ganz leichte Höhen. Und jetzt komme ich ziemlich viele Berge drauf. Aber die 60 km, das magst du machen mit einer Akkuladung? Ich habe hier zwei Akkus. Ah, so, ja. Und ja, mit dem mag ich es gut machen, aber ich hätte noch einen Ersatzakku dabei. Und aufwärts dann? Dann braucht er natürlich ein bisschen mehr Akku. Und nicht gefährlich abwärts, weißt du? So. Nein, man hat gute Bremsen und man muss natürlich schon im Griff haben, weil ich habe eine Höhe, wie soll man sagen, ich bin hoch und dann ist natürlich, wenn man in die Kurve geht, schon, muss man vorsichtig sein, weil ich kann noch nicht so in die Kurve liegen. Ja, das wäre nicht überrührt, aber ich kann es einfach. Ja, ich habe selber gewisse Erfahrungen und immer das Gefühl, es ist heikel, vor allem abwärts, wenn du dann fast ins Bremsen kommst und so, gell, je nachdem. Ja, also ich bin eher fast, also schon eher vorsichtig fahren abwärts, auch wenn es Löcher hat, weil wenn es da Löcher, wenn man in ein Loch reinfährt, dann fliegt man schier, also kommt man. Es braucht halt bei allem Sport, gell? Egal wo, wie, braucht es einfach Mut, gell? Genau, ja, und einfach wirklich halt auch ein bisschen Vorsicht. Ja. Nicht zu viel filmen bei mir. Ja, mal, dann müssen wir jetzt schon, weil das ist ein ganz spezielles Gerät, gell? Du hängst da selber ein, denke ich. Ja, genau, jetzt kann ich da vorne herfahren. Ja, ja. Ah, so geht das. Auf dieser Seite schraubt schon, ja genau. Und jetzt hier hin, das ist aber nicht so gut. Ja, ganz kleine Welt. Und das Gerät hast du natürlich nicht immer, nicht nur gerade für die Giro, gell? Also ich fahre auch daheim viel mit dem und jetzt gehe ich ja im Sommer arbeiten mit dem. Ja. Im Winter fahre ich nicht, weil dann ist es mir zu kalt. Ja, ist klar. Und jetzt habe ich das gespannt. Und jetzt kann ich einfach hier hochgehen. Jetzt muss ich ein bisschen nachdrehen. Ja, da unten, genau. Dass es dann sicher fest ist. Ja. So, und jetzt ist es schon bereit. Startbereit. Wahnsinn. Was für ein Motor ist es drin? Weißt du, Unterstützung?
Auch, aber so zünftig noch? Also, ah du... ja, ich, meistens bin ich schon eher mit zünftigem Fahren. Also, wir sind in einer langsamen Gruppe, da tue ich runter, damit ich nicht immer muss bremsen muss. Ah, genau, das ist hier natürlich auch so. Genau, da habe ich auch verschiedene Varianten. Ja, das sind nicht beide voll. Und dann hast du auch eingeschaltet? Ich habe es doch eingeschaltet, nicht? Ja, aber das ist los. Jetzt sind beide eingeschaltet. Jawohl. Das ist gut, auf 3. Schon gut. Alles bestens, ja. Dann lassen wir das sonst so. Sonst kann ich den krampfen. Und Gewicht ist auch gut. Danke. Ja, verlierst Käse unterwegs. Nein. Also Hightech pur. Hat sie noch nie einmal so, wie man es deutschens quasi hat, versickelt? Zweimal hat es mich umgerührt, am Anfang. Ja. Eben, also es hat nichts gemacht. Das eine war ein Brandner-Job, da hat mir den Weg abgeschnitten, weil sie meine Geschwindigkeit unterschätzt hat. Ja. Und einmal bin ich selber etwas zu schnell um Kurve und habe plötzlich Spaß gesehen, dass es so eine Schwelle hat. Und ich habe etwas gebremst und dann hat es mich einfach umgekippt. Aber beides mal harmlos verlaufen. Ja, okay. Hallo. Machst du noch Feintuning hier? Den Gang schon einlegen, ja? Dass ich besser abfahren schneller. So ist es. Ja. Du hast natürlich schon riesen Power oben dran, gell? Ja, das täuscht. Ich habe auch noch ein elektrische Unterstützung zum Glück. Ja, aber du siehst aus, du. Ja, das kommt vom vielen Trainieren. Eben, gell? Super, gell, da vorne, hä? Ja. Sozius Sitz. Ja. Bist du fit? Ja, extrem. Als Beifahrer hinten da. Ja, muss Gas geben. Was hast du denn? Und hier hast du den Rollstuhl. Genau, ja. Mamma mia, ja. Ist das eine eigene Konstruktion? Nein, oder? Das Velo kann man so kaufen, ab Katalog. Das ist eine Firma Hase von Deutschland. Ja. Und die produzieren das mit der Option Handantrieb. Ja, genau. Und, also das Mädchen kann auch noch... Genau, sie kann mit den Händen parallel so mitarbeiten, wie bei einem Handbike. Ja. Und das geht super, ja. Sie muss aber nicht, sie kann auch Pause machen. Ja. Da gebe ich auch ein bisschen mehr Gas. Ja. Aber zum Steuern sicher noch relativ schwierig, gell? Nein, mich denkt es eigentlich sehr angenehm. Außer natürlich bei ganz knappen, kurzen Kurven, da muss ich ein bisschen schauen. Aber sonst geradeaus fahren ist extrem entspannt. Ja. Super, Eider. Ja, dann, bist du fit? Ja. Super. Bis auf Chur, hä? Ja. Ist das da regensichere Sonnencreme? Wir hoffen es. Also jetzt gleich noch etwas für den Regen, gell? Ja, wir müssen vorbereitet sein. Ah, so. Wir wollen nicht waschen. So. Also unten wasserfeste Sonnencreme, genau, oben Regen. Genau, oben. Noch eine Viertelstunde bis zum Start. Die Skierfamilie hat sich versammelt, Staff und Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und der Lokalmatador, der Walter Eberli, der ist natürlich gerade händisch hier eingefahren. Er, der letztes Jahr 10-mal einen Triathlon gefahren ist, für ihn natürlich einen Katzensprung auf Chur. Walter Eberli, hat die Etappe, die vierte, ein Heimspiel für dich irgendwie, gell? Ja, schon. Ich wohne hier gerade über dem Rhein. Das ist mein Trainingsgebiet und für mich eines der schönsten Radgebiete überhaupt in der Umgebung. Und natürlich die 60 km, knapp 60 km ein Pappenstil für dich. Gell? Vor einem Jahr bist du 10-mal Triathlon gefahren, oder? Das ist ein kleines bisschen mehr, 10-mal hintereinander. Gell? Also... Ja, das ist schon so, aber gestern haben wir die Etappe verlängert. Gestern sind wir noch von Frauenfeld direkt hierher gefahren, die anderen haben den Transfer gemacht. Das hat es gleich noch ein paar 140 km gegeben. Was braucht es denn, um so fit zu sein wie du jetzt hier? Das ist natürlich auch ein Aufbau, der über Jahre passiert. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren im Rollstuhl. Bin seit ziemlich Anfang an sportlich dabei. Ich habe Wettkämpfe gemacht am Anfang und dann bin ich auf Langdistanzen gegangen. Und so hat sich das entwickelt, die Ausdauer. Und gell, wenn man das ein bisschen begleitet, ein bisschen weiss, um was es hier geht, dann ist das Wort Handicap eigentlich völlig verkehrt am Platz. Also, mir ist schon passiert, dass ich gar nicht nachkomme, gell? Also auch mit Velo nicht oder so. Ja, ist schon so. Ja. Du kriegst natürlich je länger, je mehr auch eine höhere Pace kannst fahren. Und ja, mit der Zeit bist du wirklich auch mit den Radfahrern unterwegs. Machst mit deinen Radmarathons mit und bist wirklich unter ihnen. Das ist wirklich Inklusion so. Also Training einerseits, aber es braucht sicher einfach auch Mut, gell? Auch eine gewisse Risikobereitschaft, oder? Ja, man muss schon mehr aufpassen. Ich habe jetzt ein bisschen höhere, einen höheren Schwerpunkt. Da muss ich extrem in den,
bei den Kurven aufpassen, dass ich nicht schnell in eine Kurve reinfahre oder bei den Abfahrten nicht schnell unterwegs bin, weil es nicht gerne so stabil oder so ausgreift, vielleicht wenn es Rennvelo. Genau. Da brauchst du eine gewisse Vorsicht. Mich hat es mal richtig überworfen, also es ist schnell passiert, ganz, ganz schnell. Und beim Bremsen am Abweg habe ich immer das Gefühl, das ist relativ gefährlich, oder? Wie siehst du das? Nein, also du brauchst wirklich einen gesunden Respekt. Also ich bin auch eher auf der vorsichtigeren Seite, weil ich ja schon einige Unfälle gesehen habe und da habe ich brutalen Respekt davor. Unterwegs, wenn du auf der Straße bist oder so, kann mal ein Auto rausfahren oder irgendetwas in die Straße reinrennen. Also meine Augen sind eigentlich immer vorwärts gerichtet, links gerichtet, rechts gerichtet, dass ich eigentlich immer parat bin, wenn irgendetwas Unvorhergesehenes auf mich zukommt. Du bist jetzt ein Spitzensportler, unterwegs eben natürlich mit, nicht nur Spitzensportler, aber ein grosser Respekt für alle, die hier mitmachen. Ja, das ist noch ein grosser Anlass, wo wir rund um die Schweiz gehen, wo wir viele Rollstuhlclubs besuchen in allen Kantonen. Da gibt es gleich einen gewissen Zusammenhalt. Man kommt am Abend zusammen, tauscht uns aus und es macht wirklich Spass so. Wie wegen der Schuhe, aber nur wenn du fängst. Werf auf! Jetzt hoppa! Kannst du schon Linda vielleicht mit der Maske durchgehen? Roni wird nachher den Start machen. Die Startflagge ist dann der Start zur Tour. Noch 5 Minuten bis zum Start, letzte Vorbereitung, letzte Abmachungen und dann ist noch ein spezielles Mobil eingetroffen. Das war wieder etwas. Du. Hast du den Akku geladen? Ja, mehr als ein. Nicht, dass du in die Schweiz kommst beim Treten, gell? Ich sehe schon. Das ist das einzige, gell, oben auf der Straße zugelassene Mobil, gell? Ja. Mit wie viel Kilo kannst du jetzt fahren? Ja, also, wir können da etwa 350 Kilo, irgendwie so. Ja. Und Unterstützung hast du wie viel? 1000 Watt. Ja. Gute Bremsen, gute Steuerung. Alles super, das Beste vom Besten. Und da kannst du es zum Rollstuhl drauf tun, gell, natürlich? Ganz genau. Dann gibt es natürlich auch noch andere Variante. Ja. Das ist jetzt die Rollstuhl-Variante. Dann haben wir noch Ritschka. Ja. Für ältere Leute, Altersheim und selber so. Selber entwickeln, gell? Alles selber Swissmade. Also Swissmade ist jetzt falsch gesagt. Zefelmade, oder? Ja, ja. Zefel entwickelt worden. Montiert wird es im HPZ in Can. Wird noch ein Grossteil bei uns gefertigt, also zum Beispiel Büchel Stabak macht alle Blecharbeiten und so weiter. Ja. Aber eben du bist auch oft in China gewesen, gell? Ja, schon einige Male. Eine gewisse Affinität zu dieser chinesischen Technik hast du natürlich, gell? Ja, ja, wobei es ist da anfangs mehr Einheimisches dran als Chinesisches. Aha. Ja, das wird nicht zutun. Ja, nicht gut, nicht wirklich. Dann kann man das Mobil auch mieten? Es hat in Vaduz, oder? Ist eins, das man mieten kann. Beim Rent-a-Bike. Jawohl. Die haben eins in Vaduz, das man mieten kann. Und es kommen jetzt Alpart wieder neu dazu. Und da schaffst du 60 km auf Kur mit dieser Akkupackung hier? Ja, ja. Locker? Ja, ja, stell dir vor. Ab erst zum Fahren, Bremsen. Kein Problem. Kein Problem. Also Steuern noch nicht gross. Nein, das ist. Servo. Ja, Servo jetzt nicht, aber es geht wirklich rein. Ja, ja. Und eben, es hat einen Lenkungsdämpfer drin, dass die ganzen Schwingungen aufnimmt und. Also von dem her, kein Problem.